ich muss jetzt natürlich mit dem Satz umgehen. Ich glaube, oder positiv formuliert, Deutschland ist ja in der sehr guten Situation, dass das Bildungssystem ja funktioniert. Also eines der besten Systeme in der Welt. Gleichzeitig bemerken wir, dass sich die Gesellschaft verändert. Gleichzeitig bemerken wir, dass sich die Lernmöglichkeiten ändern. Und gleichzeitig ist aber das System, in dem wir uns alle befinden, extrem reglementiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Lerninstitutionen, so wie wir sie kennen, diesen Wandel nachvollziehen können oder vielleicht sogar anführen können, halte ich für minimal. Also wie sollte das denn funktionieren mit all diesen Regeln, die wir haben? Und es kommt dann noch etwas dazu. Also Hochschulen waren ja schon immer oder sind immer in ein gesellschaftliches System eingebettet, sind auch in das sozusagen kapitalistische System eingebettet. Das heißt, sie müssen das tun, was die Wirtschaft verlangt, was die Gesellschaft verlangt. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt, dass zum Beispiel die Wirtschaft gar nicht genau weiß, ja, welche konkreten Rollen und welche konkreten Aufgaben in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Also, oder anders ausgedrückt, ein Kollege von mir hat vor 2, 3 Jahren eine Analyse der Texte in deutschen Zeitungen zum Thema Digitalisierung gemacht und kam darauf, dass zu 90% die Artikel so waren, dass man meinte, dass man mit mehr Bildung mit der Digitalisierung klarkommen kann. Das heißt, der Einzelne lernt irgendwas, was ihm vorgegeben wird, und wenn er das dann gelernt hat, dann ist wieder alles gut. Ja? Aber das ist ja nicht so, sondern vielmehr müssten ja in der Situation oder müsste das Individuum befähigt werden, die Digitalisierung voranzutreiben. Also wenn die unklar ist als Prozess, dann muss ja jemand in der Lage sein, den zu führen, und bestenfalls wird das ja auch ein demokratischer, partizipativerer Prozess, als er heute ist. Aber heute ist er nicht demokratisch oder partizipativ. Technologien werden uns vorgesetzt und wir müssen die irgendwie lernen, aber wir haben ja keine Möglichkeit, die mitzubestimmen. Und das könnte doch auch eine wichtige Aufgabe für Hochschulen sein. Also Leute nicht nur auf etwas auszubilden, was eh noch relativ unklar ist, sondern sie dazu zu befähigen, diesen Technologiewandelprozess, diesen gesellschaftlichen Prozess selber voranzutreiben. Überlegen wir uns mal ganz kurz, was macht eigentlich ein Arbeiter oder eine Arbeiterin heute und wie schaut Arbeiten und Lernen in der Zukunft aus? Ich habe ja mal versucht, das Bild einer Fabrik darzustellen, so wie sie vielleicht Tesla oder eine andere innovative Fabrik sein könnte. Also Sie sehen, früher war das ja so, in der Fabrik hatten wir im Kern der Unternehmung war das Geheimnis. Ja, da gab es etwas, was diese Unternehmung sehr gut konnte und die anderen nicht, und das hat man dann durch ein Patent geschützt. Und jetzt öffnet sich das. Also Tesla zum Beispiel oder IBM oder andere Firmen spenden ihre Patente, machen diese Patente öffentlich und laden Kunden, Interessierte ein, hier mitzuarbeiten, um das Produkt oder den Code oder das Design weiterzuentwickeln. Das heißt, diese strikte Trennung zwischen Lernen und Arbeiten, die wird aufgeweicht. Im Gegenteil, Unternehmen versuchen, ihre Grenzen zu öffnen und sie als Kunden mit hineinzubeziehen, damit sie das Produkt weiterentwickeln, damit sie es betreiben, damit sie mit dem Auto das Auto nicht nur kaufen, sondern auch ihre Fahrdienstleistung anbieten. Was heißt das denn für Firmen eigentlich? Und was ich sehr interessant finde, dass ja nicht nur Hochschulen in ihrem Reglement festsitzen, sondern Unternehmen ja auch. Und sehen hier einen interessanten Artikel vom Betriebsrat von VW. Und nur um ein Beispiel zu geben, da war es so, dass sie bei VW nicht in der IT-Abteilung arbeiten durften, wenn sie nicht ein gewisses Zertifikat hatten. Also sie konnten vielleicht mit IT umgehen, aber sie dürfen doch nicht arbeiten, weil sie erst das Zertifikat arbeiten müssen. Und die einfachste Möglichkeit war, das jetzt so zu wandeln, wie VW das gemacht hat, einfach zu sagen, jeder, der glaubt, hier mitarbeiten zu können, kriegt eine Chance, ob er das Zertifikat hat oder nicht. Und nach 4 oder 6 Wochen überlegen wir uns dann, funktioniert das? Und wenn es funktioniert, wenn er oder sie das Problem lösen kann, dann ist man dabei. Zertifikat hin oder Zertifikat her. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, welche neuen Jobs es geben wird. Es gibt viele Spekulationen darüber, aber meine Vermutung ist, wenn Sie heute zu einer Firma gehen und die Leute fragen, welche Jobs braucht ihr in den nächsten 3 bis 4 oder 5 Jahren, wird das eine schwierige Diskussion. Überlegen Sie nur Blockchain, eine Technologie, die sehr viel revolutionieren wird. Kein Mensch hat das geplant. Wir wissen nicht einmal, wer das erfunden hat. Ja, das hat ein anonyme Person erfunden. Eine Technologie, die alles, was mit Finanztransaktionen, alles, was mit Werten im Internet zu tun hat, revolutioniert. Wer konnte das vorhersagen? Wir wissen auch heute noch nicht genau, wie zum Beispiel Blockchain
Auswirkungen auf die internen Prozesse haben wird, weil noch viele Dinge offen sind, gerade auch im rechtlichen Bereich. Und interessanterweise haben, und als kleiner Bonmot in der Früh, heißt es ja nicht so, dass wir von heute auf morgen auf interessante neue Jobs ändern werden, sondern wir werden auch noch Jobs haben, die gar nicht mal so interessant sind, die auch gesellschaftlich gar nicht relevant sind, mit denen man aber wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Ja, die sogenannten Bullshit-Jobs. Ja, eine der Erklärungen, warum wir noch nicht mehr Arbeitslosigkeit haben durch die Technologisierung, war, dass es auf einmal wahnsinnig viele Jobs gibt im Bereich der Compliance, Reglementierungen, Lobbyismus, Berater, ich war ja auch einer, und sozusagen, dass es wahnsinnig schwer ist, vorherzusagen, welche Jobs sich jetzt durchsetzen werden und welche nicht. Also man kann auch mit Bullshit-Jobs noch viel Geld verdienen. Und was das Problem bei Bullshit-Jobs ist nur, dass sie damit sehr viel Geld verdienen. Und dass interessanterweise aber Jobs, die für die Gesellschaft sehr relevant sind, ja Lehre, Pflege, dass die weniger Geld verdienen. Also das ist eines der großen Geheimnisse des Kapitalismus, warum das so ist. Oder es passiert was ganz anderes. Interessant hier, ich habe Sie können es leider nicht gut lesen, ein Artikel von Maynard Keynes, den viele kennen, den hat er 1930 am Vorabend des Bürgerkrieges in Madrid gehalten und der nennt sich Economic Possibilities for Our Grandchildren, ja, wo er skizziert, was passiert eigentlich in 100 Jahren und kommt eigentlich zu ganz anderen Lösungen. Er sagt, also warum müssen wir die Leute in der Fabrik halten? Ja, hat man schon mal jemand lachend am Förderband gesehen? Also dass, wenn die Maschine das machen kann, dann soll sie es tun. Vielleicht haben wir ganz neue Aufgaben, ja, die ganz anders aussehen, als ich als Ökonom das überhaupt beschreiben könnte. Also vielleicht müssen sich Hochschulen auch mit Jobs auseinandersetzen, die gar nicht mal so technologisch sind, sondern im Bereich der Ethik, der Kultur, der Politik, der Verwaltung auseinandersetzen. Ich möchte auf das aufbauen, was der Kollege von EDX vor mir gesagt hat. Ich würde deshalb vermuten, dass wir ganz andere Lernpfade bekommen. Und dieser Lernpfad, der beginnt relativ früh und endet so kurz vor unserem Tod, wenn nicht unmittelbar davor. Und der setzt sich zusammen aus dem traditionellen Lernen, wie wir sie heute in Hochschulen haben. Ich würde vermuten, dass das etwas kürzer sein wird als heute. Also ich habe noch 6 Jahre am Stück studiert, das ist völliger Irrsinn, wenn man sich das heute überlegt, also es wird wahrscheinlich kürzer sein. Ich arbeite aber, während ich lerne, immer auch an Projekten, die beginnen schon in der Schulzeit, die können auf Crowdworking-Plattformen sein, die können in FabLab sein, wo auch immer. Und ich werde selber auch eine eigene Community haben, also wenn Sie Ihren 14-, 15-jährigen Kindern über die Schulter schauen, dann sehen Sie, dass die auf ihren WhatsApp-Gruppen schon so Communities von 20, 30 Leuten haben und mit denen lösen sie eigentlich alle ihre Probleme. Und ich würde vermuten, wir nehmen diese Communities immer mit uns, da ändert sich die Zusammensetzung natürlich, je nachdem, wo ich gerade bin in meiner Biografie, aber ich werde sehr viel mit diesen Peers lernen. Ich hatte mal vor 2012 ein Interview gegeben, für das ich sehr gescholten wurde, ich habe gesagt, das Verhalten, das notwendig ist, ist das eines Edupunks, auch ein Begriff, der aus Amerika kam und der kam damals aus Amerika, weil im Zuge der Finanzkrise 2008 die Mittelschicht immer größere Probleme hatte, ihre Kinder aufs College zu schicken. Und dann habe ich gesagt, was kann man denn sonst tun? Und da kam die Idee, die natürlich mit den MOOCs auch gerade an Bord war, zu sagen, ich suche mir das, was ich brauche im Netz heraus und versuche das umzusetzen und bestenfalls kostet es mich nichts. Also der Punk ist ja jemand, der aus nichts etwas macht. Ja, und das fand ich einen sehr betörenden Gedanken, weil ich gesagt, das kann man in Deutschland nicht sagen. Deutschland mag keine Punks, aber whatever. Ich möchte Ihnen zum Abschluss 3, 4 Modelle mal von Hochschulen vorstellen. Eins haben wir gehört schon von EDX. Was ich interessant finde bei EDX sind nicht nur die Inhalte, sondern dass es eigentlich auch ein hybrides Modell ist. Das finde ich sehr interessant. Und das merkt man auch, wenn man sich Unternehmen anschaut, die sich in der Transformation befinden. Die wenigsten Unternehmen transformieren sich sofort alles. Sondern was man oft antrifft, ist zu sagen, man nimmt das traditionelle Modell, lässt das weiterlaufen, baut in der Seite ein ganz neues Modell, so wie EDX an der Seite von Harvard und Stanford ist, die sich ja natürlich auch verändern, aber von der Grundstruktur bleiben sie elitäre Ausbildungsstätten. Dann hat man 2 Modelle nebeneinander und früher oder später kommt immer die bange Frage, werden die sich kannibalisieren? Und die Antwort lautet natürlich, ja, aber dann hat man eine Option. Wenn man es nicht tut, hat man gar keine Option. Auch interessante Modelle und die haben nicht immer, finde ich auch gut, die haben nicht immer was mit Technologie zu tun. Ich habe Ihnen das Beispiel mal aus Singapur mitgebracht. Da gibt es eine Initiative der Regierung, die nennt sich Second Skilling.
faszinierend. Also jeder Arbeitnehmer ist aufgefordert worden, sich parallel zu seinem jetzigen Beruf etwas Zweites auszusuchen. Etwas, was ihm oder ihr Spaß macht oder etwas, wo die Regierung sagt, das ist etwas, was in den nächsten 5 bis 6 Jahren hier nach Singapur kommen wird. Und die Ausbildung auf diesen Second Skilling Plattformen wird von traditionellen Hochschulen geleistet und wird vom Staat finanziert. Und es wird natürlich entsprechender Druck ausgeübt, aber ich fand die Idee sehr betörend. Ja, also ich weiß noch nicht genau, was kommen wird, aber ich baue jetzt schon mal etwas vor. Und es entstehen auch immer mehr Hochschulen, die sich dem reinen Transformationsgedanken verschrieben haben. Was ja auch interessant ist, wir haben es ja jetzt mit Lernaufwänden, mit Kapazitäten zu tun, die wir mit den traditionellen Modellen ja nicht mehr in den Griff kriegen. Also ich muss wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit eine enorme Menge von Menschen mit neuen Skills versehen. Das müssen nicht mehr hochtechnologische Skills sein. Da finde ich es interessant, zum Beispiel hier wie ein College in Des Moines in den USA, die machen einfach Bootcamps. Wenn es zum Beispiel lautet, wir brauchen hier 300 Leute in einem Krankenhaus, dann bilden die 300 Leute aus anderen Bereichen aus. Machen die das mit akademischen Programmen? Nein. Sagen, wichtig ist, dass du den Job bekommst. Wenn du dann weiter studieren willst, rechnen wir dir das auf ein Credential an. Aber das Credential steht jetzt nicht so sehr im Vordergrund, sondern steht der Job im Vordergrund. Auch ein interessantes Modell aus Amerika, Prescholars, wo vom Staat finanziert und von Stiftungen finanziert, ohne jegliche Kosten für wichtige Key-Jobs, die heute zur Verfügung sind, Ausbildungsmöglichkeiten gegeben werden. Jenseits des traditionellen Curriculums. Finde ich auch sehr interessant. Ich habe mir da mal den Spaß erlaubt, und es sei mir verziehen, dass ich hier ein Logo geklaut habe, mir mal dann zu überlegen, wenn das alles so wahr ist, wie könnte denn eine deutsche Hochschulplattform aussehen? Also wenn wir gelernt haben, Hochschulen nicht nur als physische Institutionen bestehen, sondern was wäre, wenn es ein deutsches EDX gäbe? Ja. Wäre das dann noch groß genug? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müsste es irgendwann ein europäisches EDX geben, wenn das dann noch eine Chance hätte gegen so einen Player. Aber überlegen wir mal, wie könnte so eine Plattform aussehen? Und die schaut so aus, dass ich sage, ich gebe hier links ein mein Lernziel. Also ein Studium ist ja kein Ziel, sondern sagen, ich habe ein konkretes Problem zu lösen. Sagen wir hier das Beispiel, ich muss einen Jahresabschluss machen. Dann findet das System für mich genau die richtige Lernmöglichkeit, die ich auch suche, und sagt mir, was auch sehr interessant ist, und da bin ich da in einen Artikel von Frau Wagner drauf gekommen, sagt mir, oh, by the way, wenn du für dieses Berufsbild lernst, be aware, ja, das Ding wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren ändern. Also das ist ein moving target. Gleichzeitig zeige ich dir auf der rechten Seite, Leute, die so einen Job machen, wie du ihn suchst, haben in der Regel so ein Profil. Das heißt, man müsste hier auch sehr viel stärker mit Arbeitsagenturen zusammenarbeiten, weil die haben eigentlich die ganzen Daten. Die wissen, wer sucht Jobs, wo sind Jobs angeboten, wie lange brauche ich, um einen Job zu suchen, was haben die Leute, die erfolgreich einen Job gefunden haben, für Qualifikationen. Wenn man das zusammenspielen könnte, ja, das wäre eine sehr faszinierende Sache. Und man könnte dann auch sagen, das System wirft mir sozusagen einen Lernpfad aus, sagt mir, okay, ich gebe ein, was habe ich an Geld zur Verfügung, was habe ich an Zeit zur Verfügung, wie mobil bin ich, und das System gibt mir eine Lernfahrt vor. Letzter Punkt hier, muss die Hochschule den gesamten Lernpfad abdecken? Na, überhaupt nicht. Ja, also die Hochschule kann vielleicht sagen, okay, von dem, was du brauchst, machen wir 10%, 20%. Den Rest suchen wir dir von überall zusammen. Das kann von EDX sein, das kann von der Universität Hamburg sein, was auch immer. Aber meine Rolle als Hochschule ist, dir zu helfen, diesen Lernpfad erfolgreich zu managen, beziehungsweise deinen Lernsinn zu erfolgen, auch umzusetzen. Und es kann natürlich auch nur zum Abschluss ganz neue Modelle geben, ja, wo sozusagen die Lernenden sich zusammenschließen und eine Universität gründen. Ich habe ja das Beispiel der Peer-to-Peer-University aus England mal mitgebracht. Aber ich würde vermuten, dass die wahrhaft innovativen Sachen gar nicht mal so sehr von den Hochschulen kommen. Ich habe ja gesagt, ich vermute, die sind in ihrem Reglement so gefangen, dass die da gar nicht rauskommen, sondern der Angriff wird wahrscheinlich von anderen Anbietern kommen, und dort vor allem in der Erwachsenenbildung. Das Thema der Zertifikate ist auch schon angesprochen. Also ich glaube, die werden sozusagen hier etwas vorgeben, und die Hochschulen werden versuchen, mit diesen Zertifikaten umzugehen, vielleicht die zu integrieren, vielleicht auch selber welche anzubieten. Zusammenfassend glaube ich für Hochschulen, ich habe mal versucht, das vereinfachen und deswegen niemals korrekt, versucht, das auf so zwei Ebenen darzustellen. Also ich kann
sehr innovativ mit Technologien arbeiten. Ich kann aber auch ein verrücktes Geschäftsmodell haben. Ja? Ich kann mich, wie zum Beispiel die Peer-to-Peer-University, öffnen und kann sagen, ich nehme Lernende als Lehrende. Das muss gar nicht mal technologisch hochtrabend sein, das kann ganz einfach sein. Der Transformationscampus des Community College Des Moines ist traditionell, ja? Aber es wurde eben geöffnet. Hybride Modelle stehen so in der Mitte und ich hoffe, Sie sind mir nicht so böse, wenn ich jetzt mal EDX dort einorte. Sagen, die machen zwar vieles neu, aber sie refinanzieren sich sozusagen über das klassische Modell. Und es gibt auch Hochschulen oder Hochschulformate, die haben ein ganz neues Geschäftsmodell und sind auch sehr technologisch fortgeschritten. Meine Hoffnung ist, vielleicht auch die Fernhochschule in Hagen dann mal dazugehört. Ja. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr überzogen und freue mich auf Fragen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sie haben hier wieder die Gelegenheit, Ihre Anmerkungen, Fragen, Beobachtungen zu deponieren. Also so über den Chat ist es sehr ruhig. Aber Mikros sind hier. Ich denke, die letzte Folie hat ja auch gezeigt, es gibt ja verschiedene Wege, wie man sich da positionieren kann. Und ich glaube, hybride Modelle, ja, sieht man irgendwie auch im deutschsprachigen Raum. Und das Ausprobieren ganz neuer Wege, das ist tatsächlich weniger im universitären Kern beobachtbar, aber durchaus im betrieblichen Bereich und in der Erwachsenenbildung. Was sind da Ihre Erfahrungen? Hochschulforum Digitalisierung, hochaktiv. Ich hoffe, das stört nicht. Nein, im Gegenteil. Also ich wollte jetzt gerade nochmal, wenn Sie die letzte Folie nochmal aufwerfen, Sie fragen, weil Sie haben ja eingeleitet, dass das deutsche Hochschulsystem zu den besten der Welt gehört. Und gleichzeitig jetzt mit dem Vertreter von Amazon und wenn man ein bisschen googelt, findet man noch viele andere, die das so plakativ auch an die Wand werfen. Also die Gefahr, dass die Hochschulen überflüssig werden könnten. Könnten Sie sich da nochmal positionieren, wie Sie das für die deutsche Hochschullandschaft einschätzen? Also ist es aus Ihrer Warte unausweichlich, dass wir da disruptiv ganz neue Hochschulen in Zukunft in einer anderen Form vorfinden? Oder glauben Sie, dass dieses Modell, so wie wir es jetzt kennen, Überlebenschancen hat? Also ich würde schon vermuten, dass die Universität, so wie wir sie kennen, dass die überleben wird in irgendeiner Art und Weise. Aber das wird wahrscheinlich ein sehr elitäres Programm werden. Und ich darf jetzt mal global denken. Also wenn ich an China denke, wenn ich an Indien denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Kinder nach Harvard oder Stanford schicken können, so sehr wir das wollten, ist ja eher überschaubar. Und deswegen wird es parallel zu diesen elitären Veranstaltungen, die ja vor allem auch dazu dienen, Netzwerke zu begründen und Prestige auch aufzubauen, wird es ganz andere Plattformen geben. Wie sehr das in Deutschland passieren wird, ist schwer zu sagen, vor allem weil hier die Hochschulen ja öffentlich finanziert werden. Und das hat natürlich viele Vorteile, führt aber auch dazu, dass der Veränderungsdruck nicht wahnsinnig groß ist. Sondern was man passiert, und das sieht man ja schon bei unseren Kindern in der Schule, dass die parallel anfangen, diese Lerntechnologien ja parallel zur Schule zu verwenden. Also das Lieblingsbeispiel ist, dass meiner Tochter, die mit einer WhatsApp-Gruppe den schlechten Vortrag ihrer Mathelehrerin kompensiert. Ja, und die Mathelehrerin weiß aber nicht, dass die WhatsApp-Gruppe existiert. Also die beiden Institutionen leben sozusagen parallel voneinander, glücklich getrennt. Im Englischunterricht ist das wieder anders, da ist dann der Englischlehrer in die WhatsApp-Gruppe eingeladen und versucht das wieder zusammenzuschieben. Es ist wirklich schwer zu sagen, ich würde tendenziell vermuten, dass in Deutschland deswegen eher evolutionärer fortschreiten wird und dass wir parallel zu den traditionellen Universitäten vermehrt solche Plattformen gibt. Es gibt im GroKo-Papier, habe ich mir angeschaut, über zweimal erwähnt das Thema einer nationalen Plattform, wobei nicht ganz genau beschrieben ist, was damit gemeint ist. Aber man merkt, dass der Trend tatsächlich dorthin geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann Universitäten, Hochschulen Content auf so eine Plattform hochladen. Ja, und dass ich dort mir einfach Dinge aussuchen kann, die ich brauche. Und die Hochschulen arbeiten weiter. Ich würde vermuten, dass gerade allerdings der Druck auf die Hochschulen, die im Mittelfeld positioniert sind, dass der relativ hoch wird.
früher oder später. Also die sehr, sehr guten Hochschulen werden immer existieren, Kraft ihrer Brand. Aber die große Masse, die kein Brand hat, die muss sich früher oder später dem digitalen Wettbewerb stellen. Und ob das schon in 5 oder spätestens in 10 Jahren schlagend wird, vermag ich nicht zu sagen. Ich würde vermuten, dass es eher relativ schnell gehen wird, aber in so einer Parallelwelt. Ja. Vielen Dank, Gudrun Öfel, Uni Paderborn, für den interessanten Vortrag. Viele Dinge sehe ich ähnlich. Meine Frage ist, ob es vielleicht ein Unterschied ist, also meine Vermutung ist, es ist ein Unterschied, eine ganze Institution zu transformieren. Meine Vermutung wäre, manche Fächer-Communities werden sehr viel schneller und sehr viel spezialisierter sein, sodass vielleicht auch ein Szenario wäre, dass es eben für bestimmte Fächerkombinationen eher spezialisiertere Bereiche gibt, die klassischen Universitäten sich dann doch nochmal anders dagegen positionieren müssen, aber eher getrieben von der Fächer-Community und auch von den Anforderungen aus den Fächern. Wie sehen Sie das? Ja, absolut. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, gerade im Bereich Informatik, IT, wenn Sie sich heute wo bewerben, dann schaut die HR-Chefin vielleicht auf ihre Hochschulnoten. Sie schaut aber auch, welche Projekte haben Sie im Open-Source-Bereich gemacht und was haben die Leute über ihre Programmierung dort gesagt. Also ich glaube, das wird durchaus so passieren und bietet für die Hochschulen ja auch ein bisschen Möglichkeit, Zeit zu schinden. Ja, also man kann ja dann versuchen, mit diesen Fächern zu experimentieren, rauszugehen und dann sozusagen die anderen Fächer bleiben noch ein bisschen oder werden erst später davon betroffen. Ich glaube, wichtig ist, so wie Sie sagen, dass man sich mal ein klares Feld heraussucht und sagt, okay, und hier experimentieren wir und hier gehen wir neue Wege. Was man ja auch nicht vergessen darf, das alte Modell finanziert ja das neue. Das vergessen ja viele. Also das neue Modell fällt ja nicht vom Himmel, sondern das muss durch das alte Modell finanziert werden. Mein Lieblingsbeispiel ist Zeit Online. Kennen Sie alle, die verlangen ja nichts dafür. Ich glaube, die sind seit letztem Jahr in den schwarzen Zahlen. Das heißt, die wurden 10 Jahre lang von der Printredaktion sozusagen mitfinanziert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die beiden Modelle hängen miteinander zusammen. Und man muss sich vielleicht ein kluges Modell aussuchen, wo man das Neue mit dem Alten finanziert, also wie bei EDX, man nimmt die Professoren aus dem alten Modell und damit die dort auch etwas tun zum Beispiel und man setzt die beiden Institutionen in irgendein Verhältnis miteinander, dass sie sich stützen. Das könnte ein Weg sein, wo man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet sozusagen.